Hallo und herzlich willkommen zum Final Countdown. Ja, warum Final Countdown? Hier ist Track Day Manager. Das Spiel war eigentlich am Anfang recht spannend, hat mich sehr groß interessiert, aber es ist irgendwie auf eine Art auch extrem schwer, irgendwie vorwärts zu kommen. Wir haben fast kein Geld zusammenbekommen und Platz Nummer 1 Racings, Platz Nummer 1 sind wir auch nicht. Ich weiß nicht, was ich falsch mache, beziehungsweise ich finde einfach die passende Strategie nicht. Und ich denke oder kann mir gut denken, dass für euch, die Zuschauer, das Spiel nicht unbedingt gerade spannend wirkt. Beziehungsweise, na, wenn wir jetzt hier wirklich Pole Position, um die Pole Position kämpfen würden, hätten wir sicher ein spannendes Rennen und so weiter. Aber so wie es zurzeit abgeht, muss ich einfach sagen, nee, ich höre auf mit meiner Let's Play Serie von Track Day Manager. Eventuell schaffen wir heute den Platz 12 oder unter die Platz Nummer 12 zu kommen. Wenn ich verspreche euch, wenn ich heute unter Platz Nummer 12 komme, sei das 11., 10., 9. Platz, egal, wenn ich unter den Platz Nummer 12 komme, werde ich noch mindestens 10 Let's Play Folgen raushauen von Track Day Manager. Wenn ich aber, jetzt müsst ihr aufpassen, wenn ich jetzt aber in diesem Racing nicht unter die Top 12 komme, dann werde ich die Let's Play Serie von Track Day Manager mit diesem Let's Play beenden. Weil ganz einfach, weil ich einfach keine Lust mehr habe, dieses Spiel weiter zu spielen. Beziehungsweise ich habe den Anreiz nicht mehr, das Spiel zu spielen. Also Platz Nummer 5. Entweder Platz Nummer 5 oder ein Hänger. Super. Abgestürzt. Das sind immer die besten Voraussetzungen für ein Let's Play, wenn das Spiel abstürzt. Ja, jetzt fährt's wieder. Okay, okay. Ja, wir zoomen mal wirklich raus. Bringt zwar auch nicht wirklich viel. So, außen rum. Außen überholen. Schafft er nicht. Überhitzt. Ja, dann. Also Platz Nummer 12 oder höher. Also so wie es jetzt ausschaut, ist es genial. Platz Nummer 11. Nee, ich mache es nicht extra, beziehungsweise wo pultet er mich hin? Der andere klebt mir am Reif. So, wunderbar, hol auf. Schön gemacht jetzt hier. First Lap, nicht mich. 20 Grad soll es werden. Der andere ist schneller. Komm, gib Gas, fahr ihm hinten nach. Ja, das war wieder übersteuert. Level Platz Nummer 13. Ja. Nicht wirklich einfach. So, kleb ihm am Arsch. Ich finde einfach die Strategie in diesem Spiel nicht
wie ich hier vorwärts komme. Ich weiß auch nicht genau, was ich falsch mache, beziehungsweise was ich ändern muss, soll, wie ich vorankomme. Ich habe keine Ahnung, wie ich na, da einfach dahin komme, wo ich hin sollte. Und zwar unter die Top 12. Zurzeit bin ich 14, da ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Tail, keine Ahnung, was das heißt. So, jetzt klebe ich mal am Hinter. Und jetzt bei der. So. Souverän gemacht jetzt. Wunderbar. Sechste Runde. Ja. Ich denke mal. Ah, da war ich zu schnell. So, in zwei Runden gehe ich an die Box. Ich mache gleich mal hier das Boxenmenü auf. Feuertank nicht mehr. Ja, dräng ihn doch raus, ist alles okay. So, ja, nächste Box, nächste Runde gehe ich in die Box. Ich versuche es weiterhin mit Hartreifen. So, siebter Platz bin ich jetzt gerade, aber auch nur aufgrund von diversen Boxenstopps. Ich gehe jetzt in die Box. Wunderbar. Ja, so viel hatte ich noch drin. Ne, so viel hatte ich noch drin. Das ist so viel tanke ich weniger. So, Boxenstopp. Wir sind Neunter, zwei in der Box, Zehnter. Und ja, wir verlieren immer wie mehr Plätze, weil die Box schon hatten. So, Reparaturen brauchen wir keine. 12 Sekunden habe ich verloren. Jetzt sind wir wieder Platz Nummer 13. Ja, wie schon gesagt, wenn ich hier nicht mindestens Platz Nummer 12 werde, dann war es das mit der Let's Play-Serie von Truck Day Manager, weil ich glaube nicht, dass ihr das gern noch weiter verfolgen möchtet. Falls doch, schreibt mir in die Kommentare unten, dass es ein cooles Spiel ist und ihr würdet gern mehr davon sehen, beziehungsweise von mir. Dann werde ich mir das gut überlegen, aber bin mal ganz ehrlich, so wie das jetzt zurzeit ausschaut. Na, nee. Sind wir zwar. Ja, mit einem Fehler waren wir Platz Nummer 11. Jetzt sind wir Platz Nummer 12. Wenn wir so reinkommen, werde ich mindestens noch 10 Folgen raushauen. Garantiert. Aber, ne, Racing ist noch nicht vorbei. Nee, ich mache es wirklich nicht absichtlich, meinen Fahrstil oder so beeinträchtigen, beziehungsweise hier zu übersteuern und weiß ich was. Ich versuche wirklich normal, also nee, ich versuche nicht, ich fahre ganz normal, ich versuche hier lediglich wirklich eine gute Platzierung rauszuholen. Ich versuche es wirklich. Nur leider irgendwie, ja, Platz Nummer 10. Voilà. Man muss dem Spiel nur eigentlich drohen und dann
Ne, weiß er schon, was er soll tun. Tailwind. Und er überholt ihn, attackiert ihn. Oder auch nicht. Oh, shit. Motor heiß gelaufen, da habe ich vergessen, diese Anzeige. Scheiße. Platz Nummer 12. Und die Strecke wird einfach nur noch heißer. So. Ja, drängt mich raus. 13. Na, ich glaube nicht, dass ich dran komme. Nee. Oder doch? Ich versuch's mal. 2 Runden noch zu fahren. Was machst denn du, Mensch? So, ein Unfall. 12. 11. Very good, macht nur Unfälle. Boah, Rambolage hier. So, er zieht. Er ist souverän rübergezogen. Platz Nummer 8. Und macht hier einen Fehler. Platz Nummer 10. Schlecht ist es nicht. Letzte Runde. Und das sieht ganz danach aus, dass es noch weitere 10 Folgen von Track Day Manager gibt. Ja. Final Lap. Oh oh. Wir haben noch eine vor uns. Shit. Das wird jetzt knapp. Tankfüllung 18%. 18%. 17%. Die Hälfte der Strecke hinter uns. 16%. Oh, wow. Razor Winner VFG Motorsport won the race. 14%. 10. Platz. 13%, 10. Platz. 13%, 10. Platz. Können wir jetzt hier noch etwas rausholen? Nein. 10. Platz. Gut, ich habe gesagt 112 und es gibt weitere 10 Folgen. Gut, habe ich noch was zu tun? Nee. Wir machen noch 10 Folgen, bringe ich euch noch raus. Und bei der 10. setzen wir uns wieder ein Ziel. Wir schauen das Ganze an, wie der Verlauf von den 10 Folgen war, von den 10 Racings. Ob wir da irgendwie in einem Punkt na, besser waren. Oder ob wir immer noch das Problem haben, dass wir jetzt einen Zufallstreff hatten und auf Platz Nummer 10 waren. Oder ob wir uns jetzt wirklich steigern und so konstant irgendwie um den 10. Platz rumfahren. Das wird sich zeigen im nächsten Racing. Und wir haben eine Power Slider gewonnen, eine Medaille. Und bei der 10. Folge dann würden wir das Ganze mal Revue passieren lassen, was wir da alles hatten und so. Und dann werden wir uns dann nochmal ein Ziel setzen. Und wenn wir dann das Ziel nicht erreichen, was das da mal dann mit der Serie von Track Day Manager. Wenn nicht, dann geht's weiter. Jo. So ist es. Also.
bedanke mich bei euch fürs Dabeisein und ich freue mich mit euch weitere 10 Folgen aufzunehmen und mal schauen, was wir in den nächsten 10 Folgen alles erleben werden. Finished 12th or better. Einmal, okay. Win faster than Medaillen. Faster than schnellste, ne? Winner Medaillen. 2 Stück. Hier fehlt nur noch eine schnellste Zonen. Vierzehnter und Zwölfter habe ich einmal. Ich muss viermal als Zwölfter ins Ziel kommen oder besser und zweimal als Vierzehnter oder besser. Gut. Das war's. Danke fürs Dabeisein und wir schauen noch Stats an. Und zwar Handling. Oh, das sind 300 Punkte. Okay. Gut, dann Banken braucht er immer so lange. Und jo, beim Tanken braucht er extrem lange. Die Crew. Nationalrang 30, World Rang 1326. Okay. Einmal war ich der Zonenschnellste. Einmal. Und Achievements. Tum. Super. Okay. Danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.